dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will grow in the... Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem Handarbeitspodcast hier auf meinem Kanal von Susannes Handarbeit und Bastelwelt. Freue mich sehr, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Möchte mich gleich mal im Voraus bei allen bedanken, die sich meine letzten Videos alle angeschaut haben, die kommentiert haben, die geliked haben. Und ich möchte auch alle neuen Abonnenten begrüßen. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas habt, schreibt mir das einfach bitte unten in die Kommentare hinein. Dann werde ich auf jeden Fall, soweit es geht, soweit ich kann, alles für euch beantworten. Ja, wie ihr seht, es ist wieder eine lange, lange Zeit vergangen. Also ich bleibe so, wie es aussieht, momentan so in meinem 4-Wochen-Rhythmus. Damit komme ich momentan am besten klar, weil immer irgendwas ist hier bei mir zu Hause. Ja, für alle Neuen, die erst dazugekommen sind oder die spontan auf diesen Podcast gelandet sind, stelle ich mich noch mal kurz vor. Ich bin die Susanne. Ich bin noch 42 Jahre jung, würde ich sagen. Und ja, ich wohne hier in Niederösterreich in einem schönen Dorf. Und natürlich mit meinem Mann, mit meinen zwei Kindern und meinen zwei Katzen. Und hier in diesem Video dreht sich alles über das Handarbeiten, momentan vor allem über das Stricken. Ich häkle aber auch, ich sticke auch ab und zu, aber zurzeit bin ich eher mehr dem Stricken verfallen. Also ich kann momentan teilweise die Stricknadeln kaum aus den Händen legen. Ja, das mal zu mir. Und dann würde ich sagen, ich quatsche gar nicht mehr lange rum. Ich habe euch einiges zu zeigen dieses Mal und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den fertigen Werken, die mir alle von den Nadeln gehüpft sind. Und da starten wir gleich als erstes mit Socken. Jetzt habe ich das Sockenbrett wieder vergessen. Einen Moment. Das hole ich schnell. So, weiter geht's. Ich habe schnell geholt und ziehe jetzt schnell einen Socken auf das Brett auf. Und zwar sind mir da diese Socken von den Nadeln gehüpft. Es sind 42, 43. Genau. Ist aus dem ersten Opal-Abo, das ich euch damals, ich weiß gar nicht mehr in welchem Video ich euch das gezeigt habe, aber da habe ich Männersocken rausgestrickt, also 42, 43. Wie ihr seht, hier zwei rechts, zwei links Bündchen und dann eigentlich nur glatt rechts weiter, hier die Bumerang-Ferse und vorne wieder die Bändchenspitze. Und da ist natürlich auch Socke Nummer 2. Also wie gesagt, das war ein Opal-Abo-Knäuel aus dem vom Mai. Und gestrickt habe ich die mit 64 Maschen und mit Nadelstärke 2,5. Genau, und die habe ich für meine Weihnachtsmarkt gestrickt. Die werde ich auf meinem Weihnachtsmarkt anbieten. Genau, das war dieses Sockenpaar, das fertig ist. Und dann habe ich noch zwei weitere Sockenpaare
fertig. Die werde ich euch hier einblenden. Und zwar einmal ein grünes Sockenpaar in Größe 38, 39 und dann noch ein Sockenpaar in Größe 29, 30. Die habe ich für meine liebe Freundin, für die Bettina und für ihre Tochter, die Lilan, habe ich die zum Geburtstag gestrickt und die habe ich jetzt leider nicht mehr da. Die kann ich euch, wie gesagt, nur noch einblenden. Und da habe ich bei den Grünen, das war ein selbstgefärbter Strang von der lieben Sabrina von Facebook. Ich werde euch unten ihren Kanal verlinken. Die strickt auch sehr, sehr viele tolle Socken. Und der habe ich ja mal ein Paket abgekauft und da war diese Sockenwolle mit drinnen. Und die habe ich dann für die liebe Tina, wie gesagt, in Größe 38, 39 verstrickt mit Nadelstärke 2,25. Und mit 60 Maschen. Oh, ich krieg da gerade Besuch von meiner Katze. Einen Moment. So, weiter geht's. Und dann habe ich, wie gesagt, für ihre Tochter habe ich die Größe 29-30 gestrickt, auch mit 2,25. Maschenanschlag weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. So, jetzt meine zweite Katze, jetzt will die auch noch raus, einen kleinen Moment. Tja, ja, immer wenn ich Videos aufnehme, dann wollen meine Katzen entweder sie wollen Futter oder sie wollen raus. So, also wie gesagt, die zwei Socken habe ich euch eingeblendet. Tja, was ist dann noch fertig geworden? Tataratata. Mein edler Cardigan ist fertig geworden. Da werde ich euch auch ein Tragebild einblenden von mir. Der ist so wunderschön geworden, wie ihr seht. So ein schönes Maschenbild. Hier die Raglan, schräge. Hier unten nochmal ein wunderschönes Lesmuster mit schönen Bündchen und Knöpfe habe ich auch wunderschöne gefunden. Er passt auch perfekt. Das ist der Edler Cardigan von Apfelpanne. Moment, ich guck mal, wo ich die Anleitung habe. Ich werde euch natürlich alles, was ich euch heute zeige an Anleitungen, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. So, jetzt gucken wir mal. Der Froggy Roof Cardigan. Das ist, hier haben wir die Anleitung. Wie gesagt, von Apfelpanne. Ich habe hier die drittgrößte Größe gestrickt, genau Größe M. Wie gesagt, von der lieben Inga von Apfelpanne werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Kann ich euch nur empfehlen, diese Anleitung, die ist traumhaft. Also die ist so verständlich geschrieben, so einfach. Ja, was kann ich euch dann noch dazu erzählen? Die Wolle, die ich hier vorab verstrickt habe, ist von Screaming Colors gewesen. Und zwar war das die, Moment, ich muss gucken, ich habe hier irgendwo meine, genau, die Color Silky war das. Die Color Silky, die Farbe Pool von Screaming Colors, und zwar waren das 85% Schurwolle, Merino Non-Superwash und 15% Seide, Malbeerseide mit Nadelstärke zwischen 2 und 3,5 zum Stricken.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe sie mit drei gestrickt. Dreieinhalb. Und da hat das Knäuel von auf 100 Gramm 450 Meter Lauflänge. Ist Empfehlung nur Handwäsche. Und als zweites Garn, wie ihr seht, ist da so ein leichter Grauton mit dabei. Und das war die Wolle von Rowan, die Fine Lace. Da hatten 50 Gramm Knäuel, hat da 400 Laufmeter. Genau, ist auch Handwäsche. Nadelstärke 2 bis 4. Und wie gesagt, der ist super, super schön geworden. Schön angenehm zu tragen, schön weich. Also, wenn jetzt wirklich das kalte Wetter kommt, freue ich mich schon, dass ich ihn tragen kann. Weil bei uns hier ist eigentlich immer noch sehr angenehm vom Wetter her. Und da konnte ich ihn noch nicht tragen. So, das war mein edler Cardigan. Genau. Für weitere Infos, ich habe dieses Projekt auf Reverie drinnen. Da könnt ihr schauen, wie viel habe ich von der Wolle verbraucht. Die Garn, also die Nadelgröße habe ich, glaube ich, auch angegeben. Genau, das findet ihr alles dann dort bei Reverie. So, und dann habe ich noch vier weitere fertige Projekte. Und zwar hatte ich für meine Große schon mal so Beanies gestrickt. Nur hatte sie dann gesagt, Mama, die sind mir ein bisschen zu groß, kannst du die nicht nochmal aufmachen und neu stricken? Was macht Mama? Sie rippelt und strickt nochmal neu. Und zwar habe ich hier einmal diese hier, da kommt jetzt die Farbe natürlich nicht richtig rüber. Das ist ein schönes Rot, schwarz mit Rot. Ich werde euch auch hier ein Bild einblenden. Das ist ein Bobbel, ein Modal Bobbel war das. Von wem der war, weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur, dass er vierfädig war, wie gesagt, Modal. Und habe ich mit Nadelstärke 3 gestrickt. Und das ist so eine Art Wurm, Mütze, also Beanie. Genau, hier oben habe ich schön abgenommen in jeder Runde. Das ist so eine eigene Kreation von mir, eigens zusammengestellt. Und dieselbe habe ich hier dann nochmal in einem Schwarz-Grün gestrickt. Genau, auch dasselbe, auch Modal. Nadelstärke 3,5, mit 3, nicht mit 3,5, mit 3 und auch ein vierfädiges Garn gewesen. Auch hier werde ich euch hier irgendwo ein Bild einblenden, dass ihr die Farben noch mal ein bisschen schöner seht. Genau, das waren die zwei Mützen für meine Große. Dann hatte ich noch von irgendeinem Bobble, da weiß ich nicht mehr, was ich da genau daraus gestrickt habe, war da noch ein Rest übrig. Und da habe ich dann diese Mütze gestrickt. Mit einem etwas längeren Bündchen und dann zweimal so ein Rippenmuster mit glatt und linken Maschen, also mit rechten und linken Maschen und auch hier oben wieder die Abnahme, die was ich bei diesen Mützen eigentlich immer mache. Hier habe ich auch mit rein. Mit 3,0 gestrickt und das war auch ein vierfädiger Bobbel, aber das war, glaube ich, Baumwolle 50-50, also 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Genau. Das ist dann noch fertig geworden. Auch hier irgendwo noch zwischendrin ein Foto und dann habe ich hier ein Stirnband gestrickt. Auch hier werde ich euch hier irgendwo ein Bild einblenden,
Also ein bisschen ein dickeres, breiteres Stirnband. Ist auch ein vierfädiger Poppel gewesen. Habe ich ihn runden gestrickt, auch mit 3 mm. Und dadurch, dass es in Runden mit der Rundstricknadel gestrickt wird, ist das hier doppelt. Durch das hält es auch wunderschön warm. Lässt sich auch noch ein bisschen dehnen, wenn man es aufsetzt. Und das habe ich in Anlehnung aus dem Buch von der lieben Judith Jelena. Aus diesem Buch Kuschelstricken für kalte Tage kann ich euch wärmstens empfehlen, dieses Buch. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt, wenn mich das nicht täuscht. Ansonsten, wenn ihr es sehen wollt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare hinein. Dann zeige ich euch das gerne ein bisschen genauer, soweit was ich zeigen kann und darf. Und daraus habe ich mich in Anlehnung an diesen Stirnband gehalten, nicht genau danach, aber hier in Anlehnung. Moment, dass man die in Anlehnung an dieses Stirnband habe ich es gestrickt. Genau. Das ist, wie gesagt, dieses schöne Stirnband. So, und das waren jetzt alles meine fertigen Werke. Also habe ich da einiges fertig bekommen. Und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, was ich noch auf den Nadeln habe. Das ist ein Sockenpaar, das ich euch leider nicht zeigen kann. Da stricke ich aus einem Sockenwolle von Opal aus der Gute Nacht Geschichte Reihe. Aber das ist für ein Wichtelgeschenk und das kann ich euch natürlich nicht zeigen, weil ich nicht weiß, ob meine Bewichtelte dieses Video guckt oder nicht. Also ein Sockenpaar ist auf jeden Fall auf den Nadeln und ich werde auch sicher heute oder morgen definitiv noch weitere Socken annadeln, weil ich brauche noch einiges für meinen Weihnachtsmarkt. Genau, dann habe ich noch auf den Nadeln ein weiteres Stirnband. Und zwar aus diesem Poppel hier, das ist auch modal, von wem das ist, weiß ich leider nicht mehr, ist auch vierfädig. Also dreimal das Rosa und einmal das Schwarz. Da habe ich dann so viel mittlerweile gestrickt. Und wie ihr seht, ist das im Vollpatent gestrickt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen lockerer. Kommt natürlich die Farbe wieder gar nicht gut rüber. Also es ist ein bisschen dunkler, als es ihr im Video seht. Genauso wie dieses hier. Auch hier ist es ein bisschen, die Farbe noch ein bisschen dunkler. Es ist im, wie gesagt, im Vollpatent gestrickt. Da hat es auf beiden Seiten hat es einen I-Cord-Rand. Genau. Also das ist ein Stirnband, das ich noch auf den Nadeln habe. Auch das habe ich in Anlehnung an das Buch von der lieben Judith. Und zwar ist das das Stirnband Dreams. Sie strickt das natürlich hier mit einer dickeren Wolle. Aber in dieser Art soll das Stirnband dann sein. Genau. Hier seht ihr das auch nochmal. Wunderschön. Genau, an diese Anlehnung habe ich dieses Stirnband hier angefangen. Das ist
ein weiteres Projekt. Da stricke ich auch mit. Moment, muss ich mal gucken, ob das hier wo steht. Ich glaube, das ist eine Nadelstärke. Hier steht es. Nadelstärke 3 mm, genau. Das ist ein Nadelspiel, also eine Rundstricknadel von Knit Pro. Also ich stricke sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel mit Knit Pro. Da habe ich das Wechselsystem und auch ein paar feste Nadeln. Genau. Und dann habe ich noch eine Mütze auf den Nadeln. Moment. Und zwar diese hier. Also ich bin jetzt gerade sehr dabei, dass ich mal ein bisschen Stash-Abbau betreibe. Weil ich noch so viel Wolle in meinen Stash habe. Jetzt kommt natürlich auch hier die Farbe nicht gut rüber. Das ist eigentlich kein Rot, sondern ein Pink, wirklich ein kräftiges Pink mit Glitzer drinnen. Und hier habe ich ein doppeltes Bündchen. Und zwar habe ich da ziemlich lange glatt rechts gestrickt und dann habe ich die anfangs, wo ich angenadelt habe, das habe ich dann zusammengestrickt in Runden. Genau, und jetzt geht es noch glatt hoch. Und jetzt bin ich noch am Überlegen, wie ich den Abschluss mache. Ob ich den mache, so wie bei meinen anderen Beanies, dass ich quasi so einen Stern hinbekomme. Oder ob ich sie nach der Anleitung von der lieben Judith, so wie diese Mütze hier oben zusammengeht, ob ich sie hier wie hier so die Abnahmen mache. So. Die Mütze Lilan. Liliane. Mütze Liliane heißt das. Genau, so wie man das hier sieht. Ungefähr. Ich glaube, so werde ich die Abnahme machen. Genau. Also das ist diese Mütze hier. Finde ich richtig, richtig toll hier mit dem doppelten Bündchen. Und das ist eine Wolle, die kann ich euch sagen, weil da habe ich noch ein bisschen was hier. Und zwar ist das die Bella Acrylgarn mit Glitzereffekt 50 Gramm, hat 88 Meter Lauflänge, also 98% Polyacryl und 2% Polyester. Ja, Polyacryl. Aber das ist super schön weich und ich habe es im Stash und irgendwie gehören auch die Sachen, die ich in meinem Stash habe, einfach verarbeitet. Genau, und gestrickt wird das mit einer Nadelstärke 4 bis 5. Genau. Von wen? Feria, glaube ich, ist die Firma. Genau. Und stricken tue ich die mit Nadelstärke 5. Ist auch so ein Rundstricknadel von Knit Pro. Da habe ich ja einige Sets. Die liebe ich auch total. Also diese Mütze. Und dann bin ich noch am Überlegen, ob ich zu dieser Mütze dann entweder noch einen Schal dazu mache, also einen Loop, oder ob ich Stulpen dazu mache, das weiß ich noch nicht, weil da habe ich noch drei Knäuel über und ich glaube von dem zweiten Knäuel von der Mütze bleibt mir glaube ich auch noch was übrig. Genau, und diese Sachen habe ich hier in dieser schönen Projekttasche, die habe ich mal von der lieben Tina bekommen, weil sie die nicht mehr gebraucht hat und da habe ich gesagt, ja, die gefällt mir und da habe ich jetzt diese zwei Projekte drinnen. So,
Und ein Projekt, was ich noch auf den Nadeln habe, das kann ich euch auch noch zeigen. Und davon habe ich im letzten Video schon gesprochen, ist das der Sperrepswetter von Knitagoras. Genau. Und zwar, muss ich da jetzt ein bisschen aufpassen, dass mir da keine Maschen von den Nadeln hüpft, weil ich habe hier jetzt schon die Ärmel abgetrennt. Das ist ein Rundpassenpulli, wie ihr seht. Er ist ein bisschen verknittert jetzt. Und ich finde, der wird wunderschön. Freue mich schon, wenn ich den tragen kann, aber der muss jetzt leider ein bisschen hinten anstehen. Den stricke ich mit, genau, mit 3,5. Also das Bündchen habe ich mit 3 mm gestrickt und der Rest wird mit 3,5 gestrickt. Und das ist die Wolle Color Eco. Petrol und Silbergrau, meine ich. Genau, Silbergrau. Auch von Screaming Colors. Schaut bei der lieben Steffi vorbei. Ist alles wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und zwar die Color Eco ist 100% Schurwolle, peruanisches Hochlandwolle, Non-Superwash, also heißt Handwäsche. Ist eine Nadelstärke zwischen 3 und 3,5 und hat eine Lauflänge von 100 Gramm auf 100 Gramm 350 Meter. Ich habe von dem Silbergrau habe ich 3 Knäuel. Und von dem Petrol habe ich eines. Jetzt mal gucken, wie weit dass ich jetzt mit dem zweiten Knäuel noch komme bei dem Körper. Aufpassen, dass mir da keine Nadel, keine Maschen abhanden kommen. Genau. Also wie gesagt, das ist ein Rundpassenpulli. Das ist mein erster Rundpassenpullover, den ich jetzt überhaupt stricke. Und ich muss sagen, ich glaube, ich werde demnächst noch einen weiteren anstricken, weil ich finde das gar nicht so schwer zum Stricken. Das Einzige, wo ich immer ein bisschen aufpassen muss, ist hinten bei dem Übergang, wenn ich den Farbwechsel mache. Aber das klappt auch schon sehr gut und hinten, glaube ich, stört mich das nicht so. Also wie gesagt, das ist das Sperrepswetter von Knitagoras. Werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Und schaut gerne bei mir bei Ravelry vorbei. Da habe ich auch meine Projekte drinnen. Also nicht alle, weil ich nicht jede Wolle da schon eingepflegt habe. Aber der ist auf jeden Fall mit eingepflegt. So. Und das war es jetzt eigentlich alles, was ich auf den Nadeln habe. Weil wie gesagt, ich bin gerade dabei, dass ich noch sehr, sehr viel für meine Weihnachtsmärkte stricke. Und da stehen jetzt momentan Sachen für mich ein bisschen hinten an. So. Und jetzt zeige ich euch noch, was seit dem letzten Video so bei mir eingezogen ist. Und zwar ist das neue Opal-Abo bei mir eingezogen. Das kennen die meisten wahrscheinlich von euch eh schon. Aber auch ich möchte es euch zeigen, weil ich finde dieses Opal-Abo wirklich wunderschön. Also wir haben einmal diesen wunderschönen Knäuel. Also finde ich wunderschön. Werde ich sicher demnächst gleich mal einen von den Abos anstricken. Also einmal diesen hier. Dann haben wir einmal so ein grau-braun-schwarz. Hier hatten wir so ein bisschen blau, pink, grün, gelb. Genau, das ist eher mehr so braun. Schwarz eher mehr so wieder männliche Farben. Also diese beiden hier,
Dann haben wir hier einmal ein wunderschönes Schwarz-Rot-Grün. Also da würde ich sagen, das ist schon fast passend für Weihnachten. So, den finde ich auch super, super schön. Und dann gibt es noch diesen hier. Wieder blau, rosa, pink, bisschen grau. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was Helleres, was schön Buntes. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da sind wirklich sehr viele Farben drinnen vertreten. Orange, Gelb, Türkis, dann wieder ein bisschen so Grau, ein Rot. Also das finde ich sehr, sehr schön auch. Und zu guter Letzt haben wir dann noch dieses Knäuel hier. Und da haben wir drinnen Orange, Blau, Lila. Genau. So, jetzt versuche ich, ob ich alle Knollen auf einmal reinbekomme. Also, wie ihr seht, wunderschöne. Wunderschöne Opal-Abo. Und ich freue mich jetzt schon mega auf das nächste im Dezember. Das werde ich mir auf jeden Fall auch wieder gönnen. Ich kann zwar nicht so schnell Socken stricken, als was ich Wolle kriege, aber das werde ich mir auf jeden Fall wieder gönnen. Und da mir ja beim Sockenstricken immer ein paar Reste übrig bleiben, habe ich mir jetzt mal einfärbige Sockenwolle gekauft. Da ich einfärbig fast überhaupt nichts habe. Und zwar war ich bei uns beim Müller und da hatten sie Lana Grosser, das wusste ich gar nicht. Ich war immer der Meinung, die haben da Gründel dort, aber die haben da jetzt Lana Grossa und da habe ich mir die meilenweit Sockenwolle, also 80% Wolle und 20% Polyamid. Da habe ich mir einmal dieses schöne Dunkelgrün mitgenommen, einmal dieses Blau. Ist alles die meilenweit. Dann einmal ein schönes. Wow, das kommt jetzt orange rüber. Ah, oh, das ist ein. Das geht jetzt gar nicht. Also die Farbe kommt jetzt überhaupt nicht rüber. Das ist ein, wirklich ein wunderschönes, kräftiges Rot. Dann habe ich hier noch ein Grau. Zweimal Schwarz. Weil Schwarz kann man immer gebrauchen. Und zweimal weiß. Also, wie ihr seht, habe ich mich da mit den einfarbigen ein bisschen eingedeckt. Die haben auf 50 Gramm 210 Meter Lauflänge. Also vierfädiges Sockengarn. Soll man mit Nadelstärke 2,5 bis 3. Kann man bis 40 Grad waschen. Jo. Also die Farbnummer ist hier, die Farbnummer 1101 ist weiß. Ich halte euch mal die Farbnummern rein, falls ihr da mal gucken wollt. Ist die weiß. Bei Schwarz haben wir 1106. Bei Grau haben wir die 1105. Rot ist die 1323. Bei Blau haben wir die 1293.
Und bei Grün haben wir die 1367. Dann könnt ihr bei euch zu Hause mal gucken, ob es die bei euch auch irgendwo gibt. Das war die vierfädige, die ich mir gekauft habe. Und dann habe ich mir von Lana Grosser auch noch eine sechsfach mitgenommen. Leider gab es da nur eine Farbe, das ist auch 80% Wolle und 20% Polyacryl. Das ist eine sechsfach. Das ist diese Grau hier. Da habe ich mir auch zwei Knäuel mitgenommen. Und das ist eine die Farbnummer 8961. Ich habe sehr, sehr, sehr viele sechsfach Sockenwollreste und da kann ich damit entweder die Ferse und die Spitze absetzen oder auch das Bündchen mit dazu. Das möchte ich nämlich gerne mal ausprobieren. So, dann ist noch eingezogen bei mir, weil die liebe Bettina, die liebe Tina und die liebe Daniela, ich grüße euch ganz lieb, wenn ihr das Video guckt. Wir drei wollen gemeinsam ein Halloween-Socken stricken. Und zwar aus dem Buch Einzigartige Socken stricken. Das habe ich mir jetzt bestellt, das kommt aber erst nächste Woche genau zu Halloween an. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten mit dem Anstrick, aber dafür ist wenigstens meine Wolle dafür schon da. Und da wollen wir die Fledermaussocken daraus stricken. Und da habe ich mir von Opal, ui, da kommt zu hell rüber. Also das Orange ist viel kräftiger, viel dunkler, nicht so hell, wie ihr das seht. Also es ist schön kräftiges Orange und das Schwarz. Kann sein, dass das vielleicht auch am Licht jetzt liegt, dass das nicht rüberkommt. Nee, es kommt überhaupt nicht rüber. Also wie gesagt, ein Orange und ein Schwarz. Und hoffe, dass das Buch relativ schnell kommt, weil ich möchte unbedingt diese Socken anstricken. Ich bin zwar nicht so der Halloween-Mensch, da bin ich ganz, ganz ehrlich, aber diese Halloween-Socken möchte ich unbedingt mit meinen zwei Mädels stricken. Auf das freue ich mich schon sehr. Und dann habe ich noch für ein Projekt, das auch für mich ansteht, dass ich nach dem Sperrebswetter gleich direkt annadeln werde. Und zwar ist das der Risanga-Pullover, glaube ich, heißt der auch von Apfelpanne. Den möchte ich dann anstricken für mich, weil der gefällt mir sehr, sehr gut. Und da habe ich mir von Lana Grosser die Cool Wool Big gekauft. Weil die kommt von der Maschenanzahl, vom Anschlag her, kommt das direkt auf die Maschenanzahl von Apfelpanne. Und da habe ich mir so ein schönes, das kommt jetzt bei euch braun rüber. Das ist aber ein schönes Weinrot. Ein wunderschönes Weinrot ist das. Und da habe ich mir 12 Knäueln gekauft. Genau, das ist die Cool Wool Big. Das ist die Farbnummer 1000. Die habe ich bei Putinette bestellt. Ist eine Zusammensetzung aus 100% Schurwolle, Merino Extra Fein, Virgin Wool, Merino Extra Fein steht da drauf. Hat eine Lauflänge bei einem Knäuel von 50 Gramm, 120 Meter. Genau, und hat 19 Maschen auf 26 Reihen, kann man mit einer Nadelstärke zwischen 3,5 und 4 stricken. Genau. Und ist bei 30 Grad waschbar. So viel ich sehe. Da habe ich genau 30 Grad Wollwaschgang. Hier habe ich noch eine
Anleitung mit dazu gekommen für die Coolvulpig. Das finde ich sehr, sehr cool. Hatte ich auch noch nie. Da ist die Qualität beschrieben, die Vorzüge von der Coolwool. Also das finde ich echt, echt super. Das werde ich mir auf jeden Fall aufbewahren. Das finde ich sehr, sehr toll. Also wie ihr seht, hier meine 12 Knollen. Ja, jetzt seht ihr das vielleicht ein bisschen, die Farbe. Also 12 Knollen von der Coolvulpig. Und das wird der Risanga von Apfelpanne. Das ist der nächste Pullover, den ich für mich stricken werde. Ich habe da ja noch so einiges, was ich stricken möchte. Zum Beispiel habe ich auch schon Wolle für den Zeitumkehrer, Hermines Zeitumkehrer aus dem Harry Potter Strickbuch. Liegt auch schon etwas länger zu Hause. Mal schauen, wann ich dazu komme, dass ich den anstricken kann. So, und dann habe ich mir letztens beim Wollladen, bei der ich sehr gerne einkaufe, habe ich mir noch ein paar Nadeln mitgenommen. Und, jetzt habe ich hier die langen erwischt. Muss ich sie fragen, ob ich die umtauschen kann, wenn ich die Rechnung noch finde. Ach, Kacke. Die 2,25, aber da habe ich jetzt die 20 cm erwischt. Und nicht die 15 cm. Ah, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Mit 20 cm stricke ich ja fast kaum noch. Na, ist ja egal. Was man hat, hat man. Vielleicht kann ich sie noch umtauschen und ansonsten muss ich mir halt nochmal 15 mm besorgen. Also diese beiden habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir noch einmal 3,5er Nadelspiel 60 cm, ein fixes Nadelspiel von Knit Pro Zink mitgenommen. Also es ist ein festes, kein auswechselbares. Und dann wollte ich in 3 mm noch eins haben, aber das hatte sie nicht da. Sondern nur von Adi, die Adi Novell, und die möchte ich gerne mal ausprobieren. Und da habe ich mir dieses noch mitgenommen. Ja, so, dann habe ich hier noch zwei Hefte liegen. Und zwar einmal das Heft Raglan Bullis für Kinder. Das habe ich mir gekauft, damit ich so ein bisschen Anhaltspunkt habe für die Größen, wenn ich mal für meine Neffen eventuell stricken kann. Das ist das hier. Sind wunderschöne Motive drinnen, aber ich sage es euch gleich, seid vorsichtig, wenn ihr das kauft, weil mir ist das erst zu Hause aufgefallen. Es haben von 5 Anleitungen, die, wie nennt man das jetzt? Die Strickschrift gefehlt. Haben 5 Strickschriften haben hier in den Heft gefehlt. Ich habe dann die Firma angeschrieben, die das rausgebracht haben, und die haben sie mir dann die Strickschriften dann per E-Mail zugeschickt. Die darf ich euch natürlich nicht zeigen, aber jetzt zeige ich euch mal ein paar Motive. Dieser hier, den finde ich auch ganz niedlich. Dann dieser Streifenpulli hier. Genau. Der gefällt mir sehr gut. Bei denen hat zum Beispiel die Strickschrift gefehlt. Dann haben wir hier 2 Varianten, einmal für Jungs und einmal für Mädchen. Mädchen ganz im Weiß, da sieht man das Muster gar nicht. Und hier beim Jungen, ich halte es euch mal schön hin, da sieht man dann das Muster auch ein bisschen. Der gefällt mir auch sehr gut. Auch hier hat die Strickschrift gefehlt. Dann ist hier eine wunderschöne Weste drinnen.
Leider gibt es in meiner Familie keine Mädchen, die ich bestricken kann. Leider nur lauter Jungs. Dann gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dieser Pullover hier finde ich mega schön. Muss man ja nicht mehrfarbig stricken, sondern kommt sicher auch einfarbig sehr, sehr gut rüber. Dann haben wir hier noch so einen wunderschönen kleinen Pulli. Mit einem schönen Lesmuster vorne. Dann hier wunderschönes Mädchenpullover. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und das ist alles, wird alles von oben nach unten gestrickt. Dann ist der hier mit Jacquard-Muster und einer Mütze. Hat auch was. Dann hier ein Hoodie. Mit einem Pinguin auf der Seite. Einen Flamingo auf der Seite. Nicht Pinguin, sondern Flamingo. Seht ihr, da ist so ein Flamingo mit eingestrickt. Dann hier haben wir auch noch mal einen schönen Pullover mit Jacquard-Muster, also mit Colorwork. Nur muss ich sagen, der Stehkragen gefällt mir nicht so gut. Ich glaube, da würde ich ein bisschen anders da stricken. Und nicht so einen hohen Kragen, weil ich glaube, das mögen sehr viele Kinder nicht. Hier nochmal ein bisschen anders. Hier haben wir ein schönes Kleidchen mit Zopfmuster. Dann hier noch einen schönen Pullover, der was komplett im Zopfmuster gestrickt wird. Und das war's auch schon. Wie gesagt, wenn ihr euch das Heftchen kauft, passt auf, da fehlen ein paar Strickschriften. Die habe ich natürlich alle von der Firma zugeschickt bekommen, per Mail. Dann habe ich hier noch was gefunden, und zwar nahtlose Stricken. Auch von oben nach unten. Da zeige ich euch jetzt nur noch das, was mich wirklich sehr anspricht. Und zwar natürlich dieser... Na komm, dieser Norweger Pulli, also der gefällt mir sehr, sehr gut. Und der wird, glaube ich, genau in diesen Farben werde ich den für mich stricken. Der gefällt mir so, so gut. Dann gefällt mir auch sehr gut diese Weste. Aber die würde ich nicht so dreifarbig stricken, sondern die würde ich nur einfarbig stricken. Dann, was mir auch noch sehr gut gefällt aus diesem Heft, was ich mir definitiv stricken werde, ist wahrscheinlich diese Jacke hier. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann ein kleines, ein Pullover. Was seht ihr, wenn ich euch sage, was ich hier ganz am Anfang gesehen habe? Ich habe da ein Gesicht mit Augen gesehen. Das ist eigentlich ein Pullover mit Zackenmuster. Und ich habe da Gesichter mit Augen gesehen. Als ich das meinem Mann gesagt habe, der ist gelegen vor Lachen. Dann gefällt mir auch sehr, sehr gut dieser Pullover mit dem Lesmuster. Aber ob ich mir den stricken werde, vielleicht eher für den Sommer.
Dann ganz besonders gefällt mir diese Kuscheljacke. Also die möchte ich mir definitiv stricken, hätte ich mir auch gerne genau so nachgestrickt, aber ich glaube, diese Wolle gibt es nicht mehr. So in dem Verlauf. Jetzt muss ich mal gucken, welche Farbe ich da nehmen werde. Dann haben wir hier noch mal einen Norweger Pulli und auch die Mütze dazu. Gefällt mir sehr, sehr gut und auch das werde ich mir für mich stricken. Und diese Weste aus einem Farbverlaufpopel. Die werde ich mir auch stricken. Das weiß ich schon definitiv. Ich muss mal gucken, wie viel ich da brauche. Und dann schauen wir mal. Also die werde ich mir stricken. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist dieser hier. Was ganz was Warmes, was Kuscheliges. Mit dem schönen Zopfmuster vorne drauf. Also mega, mega schön. So schön, der ist sicher schön warm. Da braucht man nicht mal eine Weste, also eine Jacke zum Rausgehen. Ja, und das war's aus diesem Heft hier. Das zeige ich euch nochmal. Da sind auch ein paar schöne Sachen drinnen. Genau, und zu guter Letzt ist jetzt noch heute ein Buch bei mir eingezogen. Auf das habe ich mich schon megamäßig gefreut. Und zwar ist das von Susanne Oswald, mein Strickjournal. Auf das habe ich mich so mega gefreut. Freue ich mich schon, da reinzuschreiben. Da gibt es wirklich tolle Sachen drinnen. Da gibt es Anleitungen drinnen. Werde ich euch nicht alles zeigen jetzt. Aber so grob. Meine Maße und Vorteile, Datenmaße und Vorlieben von anderen Leuten. Also wie ihr seht, wunderschön aufgebaut. Ein paar Seiten da, wo ich für die Liebsten was reinschreiben kann, wenn ich denen was stricken möchte. Dann Strickprojekte-Übersicht. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anleitungen drinnen von der Susanne selber. Und dann kann man selber Strickprojekte-Übersicht, geplante Strickprojekte, was man noch so plant. Dann 2 Seiten für UFOs, was fertig werden soll. Genau, dann hier 2 Seiten für ein Motherboard, Geschenkideen. Hier ist Platz, um Bilder einzukleben und für Notizen. Auch sehr schön. Dann, wie war dein Stricktag? Praktisch so ein Stricktracker. Da hat man ein paar Seiten. Da haben wir 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 16 Seiten. Dann hier wieder so ein Motherboard für Farben und Farbkombinationen. Dann kommen die Seiten, wo man die eigenen Strickprojekte aufschreiben kann. Da sind natürlich dann auch dabei die vorgegebenen Anleitungen von der Susanne. Die kann ich euch natürlich nicht zeigen. Dann sind auch ein paar so kleine Geschichten mit drinnen. Genau, das sind sehr viele Seiten für die Projekte, die man selber machen möchte. Genau. Dann haben wir hier nochmal ein Motherboard für Inspiration und Kombination. Dann meine Lieblingswolle.
kann ich mir aufschreiben: Namen, Hersteller, Material, Lauflänge und die Farbe. Sind da mehrere Seiten, so zwei Seiten davon, wo man die Lieblingswolle aufschreiben kann, dann Wunschliste, welche Wolle man gerne noch haben möchte. Es sind auch immer ein paar so kleine Stricktipps mit drinnen. Genau. Platz für noch mehr Wolle. Genau. Dann Wunschliste von Stricknadeln und Zubehör. Haben wir auch zwei Seiten dafür. Dann kann man hier, sind so Seiten, Tipps, die ich nicht vergessen möchte. Da kann ich mir aufschreiben, wenn von irgendjemandem einen Tipp bekommen habe, dass ich dann nicht mehr vergessen möchte, schreibe ich mir dann hier rein. Wunschliste von Strickprojekten. Also was man sich wünscht, was man noch stricken möchte. Dann drei Seiten mit Wunschliste, Bücher und Zeitschriften. Finde ich auch super cool. Wolltracker, genau, Namen der Wolle, Hersteller, Material, Menge und wie viel das man verarbeitet. Haben wir 2, 4 Seiten. Dann kann man sich hier von den Wollen, die man hat oder verwendet, da kann man hier die Maschenprobe aufschreiben. Die Wolle, Nadelstärke, ungewaschen und gewaschen, die Maschenanzahl. Finde ich auch sehr gut, weil da muss man nicht immer wieder neue Maschenproben stricken. Und ganz hinten sind dann nochmal zwei Seiten für Notizen. Und dann haben wir noch zwei Seiten mit Migrates, Abkürzungen Englisch-Deutsch. Also das finde ich auch mega, mega cool. Hier sind Migrates Abkürzungen und hier sind sie Englisch-Deutsch. Also das finde ich echt, echt cool. Dann kann ich mich vielleicht auch irgendwann mal an englische Anleitungen rantrauen. So, und das war's. Nicht macht das Leben schöner als Stricken mit diesem Buch, gelingt jedes Projekt. Genau wie Migrate aus den kleinen Strickladen in den Highlands kannst du mit diesem ultimativen Strickjournal deine Strickprojekte perfekt organisieren und alle Ideen sofort festhalten. Das Buch bietet Platz für deine Projekte, Wollwünsche, geplanten Geschenke und vieles mehr. Außerdem findest du praktische Tipps und Tricks sowie ausgewählte Anleitungen von Migrates und Tracker, die deine Strickleidenschaft noch mehr beflügeln. Strickbegeisterte finden in diesem Buch den perfekten Begleiter. Und keine Angst, alle Abkürzungen, die Migrate in ihren Anleitungen verwendet, werden im Abkürzungsverzeichnis erklärt. Also ich freue mich schon richtig drauf, wenn ich das benutzen kann. So, meine Lieben. Und das war's. Das war jetzt das Gestricke. So kann ich euch eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ich habe jetzt 5 Tage frei, weil wir hatten gestern hier in Österreich Nationalfeiertag. Und da habe ich jetzt bis Montag frei. Brauche dann erst Dienstag einen Tag arbeiten. Dann ist ja Allerheiligen am Mittwoch und Donnerstag habe ich mir dann Urlaub genommen. Dann habe ich nochmal 5 Tage frei und dann werde ich sehr, sehr viel stricken. Sind zwar meine Kinder auch zu Hause, mein Sohn hat Ferien, meine Tochter hat von der Arbeit auch Urlaub. Und ja, wir werden sicher zu Hause auch gemeinsam ein bisschen was unternehmen. Mein Mann hat auch 4 Tage frei jetzt. Mal schauen, was das Wetter so zulässt. Aber wie gesagt, ich werde sehr, sehr viel stricken, weil wie gesagt, im Dezember stehe ich dann auf einem Weihnachtsmarkt
Wenn ihr daran Interesse habt, dass ich euch dann da mal meinen Stand zeige oder euch dann da ein bisschen mitnehme, dann schreibt mir das gerne, dann mache ich das, dann zeige ich euch dann im Dezember, wie mein Stand da aussieht. Ja, und vielleicht auch ein paar andere Stände, wenn ich die filmen darf. Jo, meine Lieben, wenn ihr irgendwas wissen wollt von mir, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, weil ihr wisst ja, so komme ich ein kleines bisschen voran. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, würdet mir auch sehr, sehr helfen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ich da auch ein Stückchen weiterkommen würde. Und ja, dann kann ich euch nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Ich weiß nicht, wann ihr das Video schauen werdet. Und dann würde ich sagen, ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bleibt gesund. Für alle Kranken werdet schnell wieder gesund. Für alle, die eine längere Krankheit haben, wünsche ich einen Zustand, der erträglich ist. Und dann wünsche ich euch alles, alles Gute und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut. Tschüss.